ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Bei so einem ausgeglichenen Spiel ließe sich heute Abend besonders gut zusammenbangen und hoffen. Direkt an der polnischen Grenze in Frankfurt an der Oder haben deutsche und polnische Fans sich das Spiel Deutschland gegen Polen gemeinsam angeschaut und waren wohl am Ende alle nicht ganz so zufrieden mit diesem Ergebnis. Guten Abend. Den Polen mag es wie ein Fluch vorkommen. Noch nie ist ihnen bei einem wichtigen Spiel in einem der großen Turniere gelungen, ein einziges Tor gegen die deutsche Nationalmannschaft zu schießen. Und die Polen konnten diesen Bann auch heute Abend beim Spiel in Paris nicht brechen. Aber sie haben es leider auch geschafft, die Deutschen nicht zum Torerfolg kommen zu lassen. Ein 0:0 also. Wieder einmal war es für die deutsche Nationalelf ein verflixtes zweites Spiel. Und auf die endgültige Qualifikation fürs Achtelfinale müssen wir noch warten. Florian Nass. Die deutsche Mannschaft, die mit Mats Hummels von Beginn an spielt, kommt gut rein in diese Partie. Die erste Chance bereitet Julian Draxler vor. Nach 3 Minuten dieser Kopfball von Mario Götze. Deutschland ist spielbestimmend. Mehr Ballbesitz, mehr Möglichkeiten zur Führung. Wieder beginnt es mit einem langen Pass, diesmal von Torwart Manuel Neuer auf die linke Seite, wo Thomas Müller hervorragend nachsetzt und in der Mitte für Toni Kroos auflegt. Dennoch ist Bundestrainer Joachim Löw häufig unzufrieden. Er verlangt mehr Breite für das Offensivspiel. Es steht 0:0 zur Pause. 25 Sekunden nach dem Wechsel. Die Polen kommen erstmals gefährlich vor das deutsche Tor. Arkadiusz Milik, der den Ball nicht voll trifft und um Zentimeter vorbeiköpft. Jonas Hector kann die Flanke von Krosicki nicht verhindern und in der Mitte verpasst Boateng. Das Spiel gewinnt an Tempo, die polnische Mannschaft wird stärker, provoziert deutsche Fehler, Robert Lewandowski gegen den Boateng im letzten Moment klärt. 70. Minute, der eingewechselte Schürrle auf Özil, dessen Schuss Lukas Fabianski hervorragend pariert. Es gibt 3 Minuten Nachspielzeit und Freistoß für Deutschland, der wirkungslos bleibt. Dieses 0:0 ist das erste torlose Unentschieden in diesem Turnier und kein Grund zur Zufriedenheit. Wir spielen bis ins letzte Drittel sehr gut, spielen auch uns gut die Lücken frei, aber dann kommen wir nicht am Gegner vorbei, werden nicht gefährlich und das müssen wir verbessern, sonst kommen wir nicht weit. Das vorzeitige Erreichen des Achtelfinals ist noch nicht geschafft. Deutschland spielt zum Abschluss der Vorrunde am Dienstag gegen Nordirland. Matthias Wert steht für uns vor dem Stadion Saint-Denis in Paris. Matthias, gestern wurde davor gewarnt, dass es zwischen polnischen und deutschen Hooligans heute zu Krawallen kommen könnte. Vor dem Spiel ist es ruhig geblieben. Wie sieht es jetzt danach aus? Es ist bis jetzt auch vollkommen ruhig geblieben. Wir haben gerade noch mal mit der Polizei gesprochen. Keine Meldung bislang. Aber man muss auch sagen, hier gibt es ein großes Polizeiaufgebot, sowohl direkt am Stadion als auch in der Gegend hier. Das ist wirklich erheblich schärfer, als bei den Spielen zuvor es gewesen ist. Danke für die Info kurz. Danke, Matthias Wert aus Paris. Aber in Köln ist es heute hingegen nicht so friedlich geblieben. Dort haben russische Hooligans, die auf der Rückreise aus Marseille waren, auf der Domplatte 3 spanische Touristen angegriffen und einen von ihnen schwer verletzt. Mehrere Angreifer wurden festgenommen. Wir wissen nicht, was den Mann angetrieben hat, der die britische Labour-Abgeordnete Jo Cox heute auf offener Straße ermordet hat. Wir wissen nur, dass diese unfassbar brutale Tat in eine Zeit fällt, in der Großbritannien tief zerrissen ist, nur eine Woche vor dem Referendum über einen Brexit. Und dass Jo Cox eine leidenschaftliche Europäerin war, die sich dafür stark gemacht hat, dass Großbritannien in der EU bleibt. War das die Tat eines Irren? Ein politisch motivierter Mord. Augenzeugen berichten, der Angreifer habe Britain first gerufen, Großbritannien zuerst. Juli Kurz berichtet. Der Tatort, eine Straße im nordenglischen Birstall. Die Labour-Abgeordnete Jo Cox hatte gerade eine Bürgersprechstunde in einer Bücherei abgehalten, als sie attackiert wird. Mitten am Tag mit mehreren Schüssen. Nur kurze Zeit später erliegt sie ihren Verletzungen im Krankenhaus. Der mutmaßliche Attentäter wird festgenommen, ein 52-jähriger Mann. Da die Untersuchung in einem sehr frühen Stadium ist und wir jemanden festgenommen haben, können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Motive diskutieren. Wir suchen nach niemand anderen bei diesem Vorfall.
Erst vor einem Jahr war Jo Cox zur Abgeordneten gewählt worden. Als engagiert, zupackend, talentiert galt die Mutter von zwei Kindern. Eine Hoffnungsträgerin der Labour-Partei. Ich will eine nahbare Abgeordnete sein, mit einer gesunden Portion an Humor. Es ist ein ehrfurchteinflößendes Gebäude, aber ich lasse mich davon nicht einschüchtern. Immer kämpferisch bei Themen, die ihr am Herzen liegen. In den letzten Monaten setzte sich Cox energisch für den EU-Verbleib ein. Die Attacke ereignet sich genau eine Woche vor dem Referendum. Noch am Morgen waren wieder Gegner und Befürworter der EU unterwegs, um Wähler zu mobilisieren. Wegen des Anschlags auf die Abgeordnete wurde der Wahlkampf unterbrochen. Er soll mindestens bis Samstag ruhen. Sie war eine engagierte Abgeordnete. Sie hat sich sehr für die Flüchtlingsfrage interessiert, wie man sich um die syrischen Flüchtlinge kümmern sollte. Sie hatte ein großes Herz. Wir haben eine wundervolle Frau und Abgeordnete verloren, aber unsere Demokratie wird weiterleben, ihre Arbeit wird weiterleben. Politische Freunde und Gegner vereint in Trauer über den Verlust von Jo Cox. Es ist ein Moment des Innehaltens in diesen rauen Referendumzeiten. Nach dem Dieselskandal muss VW wieder neue Energie tanken. Und nicht nur das Image soll wieder sauber werden, sondern jetzt sogar die Autos selbst. Nachdem das mit dem Schummeln schiefgegangen ist, gibt es nur noch einen Weg, um den strengen CO2-Werten zu entsprechen. Elektro heißt die neue Strategie. In nur 8 Jahren soll jedes vierte Fahrzeug batteriebetrieben sein. Das ist nichts weniger als eine neue Zeitrechnung für den Großkonzern, aber auch ein milliardenschweres Wagnis. Denn ob eine neue Elektroflotte auch die Kunden wird elektrisieren können, weiß im Moment noch niemand. Rüdiger Strauch. 100 mal 100 Meter. Größer ist sie nicht, die Halle in Braunschweig, die Keimzelle dessen, was VW noch richtig groß machen soll. Elektroautos. Hier bauen 110 Mitarbeiter Batterien für fast alle Elektroautos von VW zusammen. 110 von weltweit 600.000 Beschäftigten. Vielleicht war der frühere Porsche-Mann Matthias Müller noch nie in dieser Halle. Er jedenfalls spricht heute in Wolfsburg von ganz anderen Dimensionen, von einem epochalen Wandel hin zum Elektroauto. Ausgerechnet der Konzern mit dem Dieselskandal. Die aktuelle Krise wirkt dabei wie ein Katalysator. Bei Volkswagen haben sich Türen geöffnet. Die Bereitschaft zur Veränderung ist deutlich gewachsen. Verändern muss sich einiges. Zurzeit laufen in Braunschweig wöchentlich 700 Batterien vom Band. Verbrennungsmotoren fertigt VW 190.000 in der Woche. Die Ziele von Volkswagen bis 2025 sind ambitioniert. 2 bis 3 Millionen reine Elektroautos pro Jahr soll VW dann fertigen. 25%, ein Viertel der Gesamtproduktion, rein elektrisch. Volkswagen will 30 neue Modelle entwickeln. Der Leiter der Batteriefertigung bei VW weiß, diesen Bedarf können er und seine Leute auf keinen Fall decken. Es ist ja auch so, VW baut die Batterien zwar zusammen, die einzelnen Zellen aber liefern, übrigens auch an den Konkurrenten Tesla, 3 Hersteller aus Japan und Korea. Also aus fachlicher Sicht würde ich persönlich ganz klar sagen, wir brauchen in Europa auch eine Zellfabrik, um einfach die Gefahr zu vermeiden, dass wir in Abhängigkeit von Dritten geraten. Was sich Meier vorstellen kann, dass sich VW und andere europäische Autobauer zusammenschließen, eine gemeinsame Batteriezellenfabrik in Europa gründen, gegen die asiatische Konkurrenz. Wenn man jetzt in die Batteriezellproduktion einsteigt, dann hat man ein Problem, dass die Wettbewerber viele Jahre Erfahrung haben. Es macht nur Sinn, in Batteriezellproduktion einzusteigen, wenn die nächste oder übernächste Generation der Batteriezellen das Ziel ist. Dann hat man eine Chance, auch wettbewerbsfähig zu werden. Im Wolfsburger VW Autohaus ist der E-Golf bislang jedenfalls ein Ladenhüter. Reichweite 190 Kilometer. 10.000 Euro teurer als der normale Golf. Bisher hat kein Privatkunde zugeschlagen. Und über die wichtige Frage, wo sollen eigentlich die ganzen Ladestationen herkommen, hat der VW-Chef heute kaum geredet. Das sehen Sie bei VW im Moment nicht als Ihre Aufgabe an. Aber auch davon wird es abhängen, ob die Elektrooffensive von Volkswagen ein Erfolg wird. Das Verhältnis zwischen Russland und der EU ist seit dem Ukraine-Konflikt denkbar frostig. In der Hoffnung, dass sich das möglichst bald wieder ändert, ist EU-Kommissionspräsident Juncker nach St. Petersburg gereist. Die Nachrichten mit Linda Zervakis. Juncker hat bei seinem Besuch für einen neuen Dialog zwischen Russland und der Europäischen Union geworben.
Beide brauchten einander, sagt er auf einem internationalen Wirtschaftsforum, an dem auch der russische Präsident Putin teilnahm. Gleichzeitig unterstrich Juncker, Moskau müsse die Minsker Vereinbarungen für einen Frieden in der Ukraine vollständig umsetzen. Nur dann könnten die Wirtschaftssanktionen gegen Russland aufgehoben werden. Nach nur 5 Monaten im Amt ist die kroatische Regierung über ein Misstrauensvotum gestürzt. Das Parlament in Zagreb stimmte mit großer Mehrheit gegen den parteilosen Premierminister Orešković. Von Beginn an hatte die Mitte-Rechts-Koalition über politische und wirtschaftliche Reformen im jüngsten EU-Mitgliedsland gestritten. Hinzu kamen Korruptionsvorwürfe gegen einen der Vize-Premierminister. Falls innerhalb von 30 Tagen keine neue Regierung gebildet wird, kommt es zu Neuwahlen. Die Vereinten Nationen bewerten das Vorgehen des sogenannten Islamischen Staates gegen die religiöse Minderheit der Jesiden als Völkermord. Tausende Angehörige der überwiegend kurdischsprachigen Gruppe in Syrien und dem Irak seien schutzlos brutalsten Kriegsverbrechen ausgesetzt. So heißt es in einem heute vom UN-Menschenrechtsrat in Genf veröffentlichten Bericht. Die IS-Miliz versuche, die Jesiden, die sie als Ungläubige ansehe, als Bevölkerungsgruppe auszulöschen. 4 Wochen nach dem Absturz einer Egypt-Air-Maschine über dem Mittelmeer haben Suchmannschaften den Stimmenrekorder bergen können. Die ägyptischen Behörden erhoffen sich nun Hinweise auf die Absturzursache. Bereits gestern fand ein Spezialschiff im Suchgebiet zwischen Ägypten und der griechischen Insel Karpathos Wrackteile, die zum Rumpf der Maschine gehören sollen. Der Airbus war mit 66 Menschen an Bord auf dem Weg von Paris nach Kairo vom Radar verschwunden. US-Präsident Obama hat nach einem Treffen mit Hinterbliebenen in Orlando erneut für die Verschärfung der Waffengesetze geworben. Wenn die USA jetzt nicht handelten, um Waffengewalt und hausgemachten Terrorismus zu kontrollieren, so wörtlich, dann würden die Massaker weitergehen. Außerdem sagte er, dies sei der Moment, um darüber nachzudenken, wie Diskriminierung und Gewalt gegen Schwule und Lesben beendet werden könnten. Am Wochenende hatte ein Attentäter in einem Nachtclub der Schwulen- und Lesbenszene in Orlando 49 Menschen erschossen. Seitdem klar ist, dass unter den Grabschern und Dieben aus der Silvesternacht von Köln vor allem Männer aus Tunesien, Marokko und Algerien waren, hat sich die Bundesregierung beeilt, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das diese Länder zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt. Um das Signal zu senden an die Flüchtlinge, bitte nicht mehr herkommen, wir werden euch jetzt ganz schnell wieder abschieben. Und an die eigenen Bürger, wir kümmern uns um eure Sicherheit. 5 Monate später kann man den Eindruck gewinnen, die Parteien kümmern sich nur noch darum, dass sie sicher sind, und zwar in der Gunst der Wähler. Denn seither wird eine Entscheidung immer wieder vertagt, auch heute wieder, und über dieses Gesetz genauso gestritten wie natürlich auch wieder übers Geld beim Treffen von Kanzlerin und den Ministerpräsidenten heute in Berlin. Christine Schwyzer. Warten auf die Kanzlerin. Die Pressekonferenz verzögert sich. Der Gesprächsbedarf ist größer als gedacht. Und dann kommen sie, Merkel und die Ministerpräsidenten, gemeinsam. Allerdings mit wenig Gemeinsamkeiten. Nur so viel. Wir haben uns angestrengt, dass wir nicht parallel zum Fußballspiel Deutschland-Polen die Pressekonferenz abhalten. Und können Ihnen Teilergebnisse mitteilen, aber noch keinen Gesamtabschluss. Die Regionalisierungsmittel für den Verkehr sollen aufgestockt werden. Die Exzellenzinitiative für die Universitäten kann starten. Und der Bund will sich an den Unterbringungskosten für die Flüchtlinge beteiligen. Immerhin, ansonsten gibt es vor allem Nicht-Ergebnisse. Offen geblieben ist der gesamte Komplex. Wie gehen wir vor bei den Integrationskosten? Wie sind die Kosten von Bund und von Ländern gegeneinander sozusagen aufzuwiegen? Darüber wurde den ganzen Tag diskutiert. Die Länder wollen 9 Milliarden, der Bund will nur 3 geben. Eine Einigung nicht in Sicht. Auch der Streit um die Maghreb-Staaten wird vertagt. Zum Thema sichere Herkunftsländer für morgen gibt es ein Übereinkommen oder eine einheitliche Haltung, dass der Tagesordnungspunkt morgen abgesetzt wird. Die Bundesregierung will die Grünen nicht verärgern, lieber noch mal verhandeln. Deshalb wird morgen im Bundesrat nicht abgestimmt. Die Grünen hatten hier mit Blockade gedroht. Es geht um Flüchtlinge aus Marokko, Tunesien oder Algerien. Viele sind Wirtschaftsflüchtlinge und haben kaum Chancen auf Asyl. Die Bundesregierung will diese Maghreb-Staaten als sicher einstufen lassen, die Verfahren beschleunigen, schneller abschieben. Doch schon jetzt werden es immer weniger. 3.356 Asylsuchende im Januar. Im Mai waren es nur 374.
Dennoch, das Gesetz soll kommen. Die Grünen haben Bedenken. Weil diese Länder nicht sicher sind, nicht für Blogger, nicht für Homosexuelle. Und insofern kann man nicht von sicheren Herkunftsländern reden. Allein der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann will zustimmen, weil ihm die Bundesregierung entgegenkommen will. Da wir eine verbindliche Erklärung der Bundesregierung bekommen werden, dass die Gruppen in den Maghreb-Staaten, die besonders verfolgt werden, wie Homosexuelle, Journalisten, Minderheiten, dass die in dem Bewertungsverfahren so behandelt werden wie bisher. Doch der Kanzleramtschef muss noch zwei weitere Länder mit grüner Beteiligung überzeugen. Eine schöne Show, stichelt der Koalitionspartner, die SPD. Wir haben uns das noch offen gehalten, weil der Kanzleramtsminister ja angekündigt hat, dass er noch mit Vorschlägen und Gesprächen kommt. Ich finde das persönlich ein bisschen spät. Klingt irgendwie schon nach Wahlkampf. Das Einigen wird immer schwerer. Offene Streitpunkte zwischen Bund und Ländern sollen jetzt bei einem Kamingespräch Anfang Juli geklärt werden. Kuschelig dürfte das wohl kaum werden. Auf die Frage, ob Länder wie Tunesien, Algerien oder Marokko wirklich sichere Herkunftsstaaten sind, hat die Regierung heute gemeinsam mit den Ländern also wieder keine Antwort gefunden. Wer die aber bekommen möchte, der sollte ohnehin eines tun: einen Blick in diese Länder selbst werfen und dann erwägen, ob man es verantworten kann, Menschen dorthin zurückzuschicken, wo ihnen Folter und Gefängnis drohen, nur weil sie sagen, was sie denken oder fühlen. Eine besonders verfolgte Gruppe sind die Homosexuellen. Stefan Scharf berichtet. Schrill, betörend, magisch. Marokko zieht viele Besucher auch aus Europa an. Das Königreich, ein beliebtes Urlaubsziel. Doch abseits der Basare sieht es düster aus, was die Menschenrechte angeht. Homosexualität etwa ist strafbar. Sie wird mit bis zu 3 Jahren Gefängnis geahndet. Als Schwuler wirst du selbst von der eigenen Familie ausgegrenzt, erzählt Hamza. Und das Gesetz kriminalisiert dich. In den sozialen Netzwerken finden sich solche Bilder. Ein Transvestit wird brutal zusammengeschlagen. In diesem Clip sieht man, wie eine Gruppe junger Männer ein homosexuelles Paar angreift. Beim anschließenden Gerichtsverfahren demonstrieren empörte Menschen gegen die homosexuellen Opfer. Die Schläger werden nur zu 2 Monaten Gefängnis verurteilt, die Opfer dagegen zu 4. Für Amnesty International sind solche Vorkommnisse typisch. In den Maghreb-Staaten würden Homosexuelle verfolgt, auch Folter und Druck auf kritische Medien gehörten zum Alltag in diesen Ländern. Wir sehen die Menschenrechte im Maghreb mit großen Vorbehalten. Die deutsche Regierung sollte deshalb jeden Einzelfall genau prüfen. Tunesien wird oft für eine geglückte Demokratisierung gelobt. Doch gegen Demonstranten geht die Polizei wie früher mit aller Härte vor. Und es häufen sich wieder Berichte über Folter. Diese Bilder zeigen den 33-jährigen Tarek Gizini bei seiner Verhaftung. Immer wieder wird er von den Beamten geschlagen und getreten. Die 4 Polizisten haben mich dann gewürgt. Ich habe gerufen, dass ich keine Luft mehr bekomme, aber sie haben immer weitergemacht. Für seinen Anwalt Monter Czerny sind dies keine Einzelfälle. Seit Tunesien im Fadenkreuz islamistischer Terroristen steht, wurden die Befugnisse der Polizei stark ausgeweitet. Es kommt zu willkürlichen Massenverhaftungen. Bei Befragungen durch die Polizei gibt es Misshandlungen und auch Folter von Terrorverdächtigen in den Gefängnissen. Es sind nicht nur wirtschaftliche Gründe, sondern auch diese Behördenwillkür, vor der Menschen aus dem Maghreb nach Europa fliehen. Sind dies tatsächlich sichere Herkunftsländer? Darum ringt die Politik in Deutschland, und diesen nicht enden wollenden Streit kommentiert nun Tina Hassel vom Westdeutschen Rundfunk. Die Stunde der Wahrheit ist noch einmal vertagt. Es wird weiter geschachert auf dem politischen Basar. Dabei geht es vor allem um Symbolik, auch den Grünen. Sie leisten nur symbolischen Widerstand. Am Ende wollen sie nicht als Blockierer dastehen. Deshalb versuchen sie, den Preis für eine Zustimmung hochzutreiben. Auch der Regierung geht es um Symbolik. Nicht einmal 400 Menschen sind in den letzten Monaten aus Nordafrika gekommen. Es geht um ein Signal der Abschreckung. Und das kommt gut an, unabhängig von den realen Zahlen.
Spätestens seit den Ausschreitungen der Silvesternacht gelten Marokkaner, Tunesier und Algerier als Problem. Ganz und gar nicht symbolisch, sondern verdammt real ist die Frage einzig für jene, die in den ach so sicheren Herkunftsländern von Behördenwillkür und Folter bedroht sind. Dass dort gefoltert wird, bestreitet selbst die Bundesregierung nicht. Aber so heißt es, schon viel weniger. Na dann, ein bisschen Folter darf's wohl sein. Sollte es den Grünen tatsächlich gelingen, Sonderregeln für Minderheiten durchzudrücken und vielleicht sogar mehr Geld für Integration, könnte ihnen das gesichtswahrend die Zustimmung ermöglichen. Konsequent wäre es nicht. Denn wie kann man zu Recht auf die systematische Verfolgung von Journalisten oder Homosexuellen hinweisen und dann diese Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklären? Konsequent aber kann vor allem der oberste grüne Verhandlungsführer, Ministerpräsident Kretschmann, auch gar nicht sein, steckt er doch in einer unangenehmen Zwickmühle. Stimmt er für die Ausweitung, gibt es Krach mit Parteispitze und Basis. Stimmt er dagegen, riskiert er das frisch gestartete Zukunftsprojekt Schwarz-Grün schon wieder vor die Wand zu fahren. Diese Zwänge sind nicht symbolisch, sondern real. Besser machen sie das Gesetz aber nicht. Tina Hassel kommentierte. So viel Wohnungseinbrüche wie noch nie. 167.000 im vergangenen Jahr. Das ist ein neuer Rekord. Jetzt will Bundesinnenminister de Maizière mit Hilfspolizisten gegen Einbrecher vorgehen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Dagmar Berghoff. Der Rheinischen Post sagte de Maizière, er könne sich den Einsatz von sogenannten Wachpolizisten vorstellen, die eine Kurzausbildung bekommen und Uniform und Waffe tragen. Sie würden die Polizeipräsenz erhöhen. Der Vorschlag des Bundesinnenministers stieß bei Opposition, dem Koalitionspartner SPD, aber auch bei der Gewerkschaft der Polizei auf Kritik. Die Sorge vor einem möglichen Austritt Großbritanniens aus der EU nach dem Referendum kommende Woche beschäftigte auch heute die Finanzmärkte. Immer mehr Notenbanken treffen Vorkehrungen für einen möglichen Brexit. Mehr dazu von Anja Kohl. Die Zentralbanken sind die Hüter des Geldes. Auch sie scheinen angesichts der knappen Umfragen zum Wahlausgang des Referendums etwas nervös zu werden. Sie wappnen sich gegen mögliche Folgen eines Brexits. Wegen denkbarer erheblicher Turbulenzen an den Finanzmärkten haben die Notenbanken der USA und Japans neue Maßnahmen erstmal verschoben. Die Federal Reserve eine weitere Zinserhöhung, die Bank of Japan eine weitere Lockerung ihrer Geldpolitik. Die Schweizerische Nationalbank ist wie alle anderen Notenbanken zu Stützungskäufen bereit. Bei einem EU-Austritt der Briten drohen heftige Währungsturbulenzen. Die Bank of England und die Europäische Zentralbank wollen sich im Brexit-Fall beistehen. Sie bereiten gegenseitige Liquiditätshilfen für die Banken vor. Die Brexit-Unsicherheit regiert die Märkte. Gold gilt als sicherer Hafen. Der Preis für die Feinunze stieg heute mit rund 1.300 Dollar auf den höchsten Stand seit fast 2 Jahren. Aus Aktien dagegen ziehen sich Anleger weiter zurück. Die Börsendaten. Der deutsche Aktienindex schloss schwächer bei 9.550 Punkten. Der US-Index Dow Jones ging mit 17.733 Punkten etwas fester aus dem Handel. Das neue Großprojekt des Verhüllungskünstlers Christo, The Floating Piers, ist installiert und steht kurz vor der Eröffnung. Nach monatelangen Vorarbeiten in Norditalien können die Besucher ab Samstag auf schwimmenden gelben Stegen über das Wasser des Iseo-Sees in der Lombardei wandeln. Die Stege sollen die Bewegungen der Wellen nachahmen. Der Künstler hat die Besucher im Vorfeld aufgerufen, sie möglichst barfuß zu überqueren, um die Wasserbewegungen zu spüren. Es geht weiter mit Karin Mioska. Genau, die das Ganze jetzt natürlich auflösen muss. Wir haben Dagmar Berghoff gebeten, noch einmal für uns die Nachrichten zu lesen. Kommen Sie doch mal zu mir rüber, gerne. Frau Berghoff. Denn heute auf den Tag genau hat Dagmar Berghoff vor 40 Jahren zum ersten Mal die Tagesschau präsentiert. Und auch damals lief gerade eine Europameisterschaft. Und Sie mussten an einem Ihrer ersten Arbeitstage gleich bittere Nachrichten überbringen. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft verlor heute in Belgrad die Mannschaft der Bundesrepublik gegen die 11 der CSSR. In einem dramatischen Spiel gelang Hölzenbein buchstäblich in der letzten Sekunde der regulären Spielzeit der Ausgleich zum 2:2 unentschieden. In der nachfolgenden Verlängerung von 2x15 Minuten fiel jedoch kein entscheidendes Tor.
Der Europäische Fußballverband UEFA hatte heute in Belgrad für diesen Fall beschlossen, dass das Spiel nicht wiederholt, sondern durch Elfmeterschießen entschieden wird. Dieses Elfmeterschießen entschied die Mannschaft der Tschechoslowakei mit 5:3 für sich. Die erste Frau der Tagesschau, Frau Berghoff. Und das zu einer Zeit, als der Chefsprecher, der damalige Karl-Heinz Köpke, noch der Meinung war, Frauen müssten sofort anfangen zu heulen, wenn sie harte Nachrichten präsentieren. Ja, nicht nur das, sondern Köpke meinte, Sport können sie nicht. Die sagen doch immer Schalke 05. Und Politik oder geschweige denn Wirtschaft, davon haben die überhaupt gar keine Ahnung. Also wahrscheinlich werden die Frauen schnurstottern und es werden es nie irgendwie gut und sicher über die Bühne bringen. Sie haben, das, überzeugt. Sie haben das dann 17 Jahre lang sehr gut über die Bühne gebracht und bis 99 haben Sie es gemacht, so ist es richtig. Bis Ende 99, ja, in der Silvesternacht. Um Gottes Willen, das ist natürlich richtig. Bis 99 und nach 17 Jahren haben Sie heute zum ersten Mal wieder Nachrichten gelesen in diesem Studio. Wie war das? Ja, aufregend, muss ich sagen. Es ist ein völlig anderes Studio als das, was ich gewöhnt bin, war. Aber es hat Spaß gemacht, es ist toll, die Kollegen zu sehen. Und ja, ich finde es schon spannend wieder. Es ist ein ganz spannender Beruf, finde ich. Toll, dass Sie hier waren und hier uns im Studio besucht haben. Vielen Dank für den Besuch, Dagmar Berghoff. Danke auch. Und bei aller Nostalgie sind wir natürlich froh, dass die Wetterkarte von einst inzwischen menschliche Züge trägt und Sven Plöger heißt. Na, wie wird's? Das Wetter. Ja, so heißt die Wetterkarte. Jetzt habe ich auch was dazugelernt. Und es ist mir natürlich eine große Ehre, auch mal gemeinsam mit Dagmar Berghoff in ein und derselben Fernsehsendung zu sein. So, wir gucken aufs Wetter. Das ist leider wieder unerfreulich, was es da zu vermelden gibt. Wir haben ja mit einem Tief nach dem nächsten zu tun. Auch hier wieder ein großer Tiefdruckkomplex mitten über Europa, reicht bis Skandinavien weit rein. Und dieses kleine Tief zieht weiter Richtung Polen und das bringt erneut große Regenmengen. Und wir gucken gleich mal auf den Radarfilm. Hier sieht man es nochmal, wie von Südwesten jetzt der Regen aus dem Allgäu über Bayern weiterzieht Richtung Sachsen und dann auch Berlin und Brandenburg erreicht. Und damit man das weiter ein bisschen sieht, haben wir hier nochmal unseren Vorhersagefilm. Sie sehen das nochmal sehr schön. Je blauer, desto nasser, dann wird sich das morgen Richtung Berlin und Brandenburg begeben, dann nach Polen weiterziehen. Und Sie sehen, dann passiert auch wieder das, was wir gewöhnt sind. Es bilden sich neue kräftige Schauer und Gewitter, teilweise wieder unwetterartig, weil die Schauer und Gewitter eben so langsam ziehen und dann die ganze Regenmenge bei dieser langsamen Zuggeschwindigkeit mehr oder weniger an dieselbe Stelle gerät. Heute Nacht hier in der Westhälfte ein paar Gewitter, im Süden der besprochene Regen. Das kann dann tatsächlich örtlich wieder zu Überschwemmungen führen, also gerade kleine Flüsse und Bäche, also da entsprechend aufpassen. Temperaturen 9 bis 15 Grad morgen früh. Der morgige Tag, dieses Regengebiet kommt eben weiter in den Osten voran. Ansonsten gibt es auch mal sonnige Momente, auch nachmittags lange trockene Abschnitte im Süden und Richtung Ostfriesland. Ansonsten dazwischen wieder schwere, örtlich kräftige Unwetter mit Starkregen und teilweise wieder Hagel dabei. Temperaturen dann 15 bis 21 Grad, der Wind kommt aus westlichen Richtungen, ganz im Norden aus Nord, Windstärke 2 bis 4. Die Aussichten auch am Samstag noch sehr wechselhaft. Die Gewitter ziehen sich ein bisschen nach Osten zurück. Sonntag verschwinden sie mehr und mehr nach Süden. Und dann gibt es häufiger zumindest mal den Sonnenschein. Aber eben, auch morgen muss wieder mit Überschwemmungen durch den Starkregen gerechnet werden, Karin. Danke, Sven Plöger. Hier geht es jetzt weiter mit Comedy, unter anderem mit Marc-Uwe Klings kommunistischem Känguru. Um 0.45 Uhr meldet sich Gabi Bauer mit dem Nachtmagazin. Und ich verabschiede mich heute gemeinsam mit Dagmar The Voice Berghoff. Und Linda ist auch wieder da und sagt auch Tschüss. Bis morgen. Das war aber süß gesagt. Das war toll.